das sind weißer Tech-Tribesmen. Oh nee. Der beschwert jetzt so Tyrannosaurier. Gut, das ist ein Thorn. Ich glaube, das ist ein. Ist das ein Alpha-Thorn? Da ist der Säbelzahn. Jetzt ist der Säbelzahn an uns dran. Also, es wird tatsächlich noch interessanter, als es sowieso schon war, wie es aussieht. Hallo und herzlich willkommen zu Modded Ark Extinction Core. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin hier mit Herbert, unserem wunderschönen Herbert, und Stampfi unterwegs. Herbert, du siehst echt verrückt aus. Du brauchst mal dringend ein zweites Auge und noch so ein paar andere Sachen. Zum Beispiel eine Bandage für deine Schulter oder so. Na gut, ihr könnt euch bestimmt vorstellen, warum ich hier wieder unterwegs bin mit Herbert und warum wir Stampfi dabei haben. Und zwar war ich wieder auf der gesamten Map unterwegs. Das sieht ja immer so aus, als würde ich hier aus unserer Base rauslaufen, direkt aus dem Tor raus und dann hätten wir schon wieder die nächsten Tiere vor der Nase. Und das ist aber nicht so, sondern ich bin wieder über die gesamte Map, habe alles Mögliche abgefarmt und habe praktisch nichts Interessantes gefunden, bis ich dann wieder nach Hause kam, zu dem Berg hier, den ich sehr schön gesäubert hatte. Und dann waren hier zwei Drachen unterwegs. Den ersten Drachen habe ich schon wieder gekillt, deswegen habe ich jetzt die blaue Hose an. Der hat mir nämlich meine Hose zerlegt, deswegen habe ich jetzt erstmal die Stormtrooper-Hose wieder angezogen, weil die kann ich nicht reparieren, da fehlen uns wieder Ressourcen. Ich glaube, da fehlen uns die Silica Pearls, ne? Das Zeug ist ziemlich teuer. Und ja, deswegen habe ich die Hose wieder an. Wir haben wieder so ein Drachenzeugs bekommen. Wo ist das alles? Genau, ist noch so eine Dragon Essence. Und alles, was da noch so dazu gehört. Ich habe ein paar Würmern gefunden. Alles, eine Blitz, eine Feuer. Genau, eine Blitz, eine Feuer war das. Und was ich noch gefunden habe, ist dieser Drache. Und ein Giga, genau. Der Giga liegt da oben. Der ist tot. Und den wollte ich gerade abernten. Dann kam ein Drache angeflogen. Dann muss ich das unterbrechen. Vielleicht können wir uns das Zeug noch holen. Oh, hier ist ein Alpha-Tribesman irgendwo. Alpha-Tribesmen sind auch interessant. Also, die einzige Gegend auf der Map, wo wirklich Sachen spawnen, die interessant sind, ist direkt hier vor unserer Base, wie es aussieht. Das ist irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht so cool. Schwer zu sagen. Irgendwo ist hier ein Alpha-Tribesman, das merken wir uns mal. Vielleicht kommen wir da mal wieder und nehmen den mit. Und jetzt gucken wir mal, was der Drache treibt. Der war hier oben unterwegs. Oh, Skelette. Was? Kano? Also die Spawns sind katastrophal schlecht auf der gesamten Map. Aber hier spawnen immer coole Sachen. So, der Skelettel hat jetzt unseren... Ja, der hat ihn aufgefressen. Hä? Der Drache greift irgendwas an? Der Giga wurde gefressen? Da liegt bestimmt irgendwo die Tasche. Wir machen das jetzt mal so, dass wir den hier wegräumen. Mit einem Steinwurf hoffentlich. Jawohl. Und da oben liegt... Der Drache ist Level 480. Achso, jetzt haben wir auch noch die Summendodos, ne? Oh, das ist schon wieder zu viel auf einmal hier. Jetzt zieht wieder Nebel auf und es regnet. Und ich glaube, es ist auch schon relativ spät am Tag. So. Der blendet irgendwie immer kurz ein. Der Drache. Okay. Sind nur Summendodos. Und ein Geier. Mach mal den Geier weg, Stampfi. Alles klar. So. Ist da immer noch irgendwas? Da muss immer noch so ein Summendodo unterwegs sein. ja. Also wird wieder ein bisschen schwieriger. Haben wir nicht anders erwartet eigentlich. Wir müssen jetzt warten, bis die Minions despawnen. Dann suchen wir mal kurz die Gigatasche. Das wäre ziemlich cool. Weil die, wie gesagt, ziemlich wichtige Ressourcen haben. So, passiv. Du hast für uns nix. Aber ich glaube Chitin oder sowas, ne? Ja. Chitin, Keratin. Der Drache. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Okay, jetzt sind wir wieder zu nah dran gewesen. Ist hier irgendwo ein Täschchen? Ein Gigatäschchen?
Leider sind die Gigateschen genauso klein wie alle anderen auch. Das heißt, wir werden die wahrscheinlich nicht wiederfinden. Aber der lag eigentlich genau hier. Ah, hier unter. Oh. Unter Herbert lag ein Täschchen. Vielleicht ist es das. Ich wollte gerade schon abziehen. Genau, Gigatäschchen. Letzte Sekunde haben wir es doch noch gefunden. Der hat nämlich ziemlich coolen Loot dabei. Das können wir mal alles mitnehmen. Die Flinte können wir wieder in den Grinder schmeißen. Und auseinandernehmen. Den Archie machen wir weg. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob wir uns irgendwie den Drachen holen können. Also, Plan ist ganz klar. Wir gehen dahin. Und der Drache müsste dann auf Stampfi aggroen. So der Plan. Und dann bearbeiten wir den mit den Trank Arrows, mit den Poison Arrows. Wir haben 17 Stück. Ich denke, das reicht. Wir werden wahrscheinlich wieder so 10, 11 Stück brauchen. Und dann kriegt er den Sattel und dann sollten wir ihn haben. Also, so habe ich mir das jetzt mal gedacht. Jetzt müssen wir mal warten. Okay, der kommt runter. Ja, dieser Soundbug, das ist scheinbar der Drache. Das hat man immer, wenn man in der Nähe von diesem Drachen ist. Oh. Los geht's. Einmal absteigen. Vier. Erreiche ich den von hier? Ich hoffe es. Ich weiß nicht, ob ich ihn erwischt habe. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt Stampfi erwisch. Das ist total blöd. Die backen schon wieder so ineinander. Aber ich denke, ich erwische den Drachen. Manchmal. Ich hoffe es. Das sind 480er Drachen, die müssen wir unbedingt down kriegen. Das treffe ich. Ich treffe den drin so nicht. Eieiei. Stampfi ist noch auf Follow, ne? Stampfi. Wir müssen ein bisschen umparken. Komm ich hier. Ich will hier hoch, bitte. Ich komme nicht. Ich kann nicht aufsteigen. Stampfi, komm mal mit. Wieso kann ich denn jetzt nicht aufsteigen? Du kommst auch mit. Jetzt muss man ein bisschen zu Fuß durch die Gegend laufen. Oh je. Das wird schon wieder ein Bugfest hier. So, ein paar Pilze gegessen. Nein! Stampfi ist down. Komm schon. Go, go, go. Geh down jetzt. Okay. Letzter Pfeil. Au, 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 au. Ich komme nicht weg. Stein. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Der geht nicht down. Aufsteigen. Lauf, lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf. Oh nein. Wieso geht der denn nicht down? Ich habe den doch viel mehr als 10 Pfeile verpasst. Alter Schwede. Okay, ich bin tot. So leicht geht das. Diese Feuerbälle machen eben Schaden an uns, also Reiterschaden. Gut, fancy bad. Ah, ich wusste, dass wir vielleicht Stampfi verlieren, wenn wir das machen, weil es ein High-Level-Drache ist. Aber der wäre natürlich total cool für uns. Ich weiß nicht, wieso er nicht down gegangen ist. Ich habe keine Ahnung. Der hätte eigentlich down gehen müssen. Wir haben den. Wie viele Pfeile? 17 Pfeile haben wir dem reingepumpt und der ist nicht down gegangen. Vielleicht habe ich die ersten nicht gescheit getroffen, habe Stampfi getroffen oder was? Also, ich weiß nicht recht, wie das funktionieren soll. Wir bräuchten vielleicht wieder eine Brutmutter zum Tanken und nicht Stampfi, weil die in den Titanos so komisch verbuggen. Oh je. Das ist eine Katastrophe hier. Gut. Wir werden uns jetzt mal wieder irgendwie ein bisschen Rüstung anziehen. Dann müssen wir irgendwie Herbert da rausholen. Und ich glaube, das machen wir am besten zu Fuß. Klingt komisch, aber wenn wir da mit einem Flugdino hingehen, die sind alle nicht schnell genug. Die können wir nicht anziehen. Wir können nur. Wir brauchen irgendeine Rüstung, die uns zumindest so lange am Leben hält, dass wir mit Herbert fliehen können. Helm? Schuhe? Und irgendeine Hose. Nehmen wir mal die Flakhose hier. Primal Flak ist gut. Und dann. Oh, Alpha Petri. Dann rennen wir da zu Fuß hoch. Vielleicht sollten wir unser Zeug noch holen. Ich weiß es nicht. Wir brauchen eigentlich kein Zeug. Wir wollen einfach nur da hoch und ihn rausholen, ohne weitere Dinos zu verlieren.
Der Drache wird alles töten, was nicht schnell genug wegkommt. Und wir kommen mit nichts schnell genug weg, außer vielleicht mit Herbert. Wir könnten den Drachen natürlich auch besiegen. Ich denke, Herbert schafft den problemlos. Aber... Wir versuchen, den jetzt herauszuholen, zu fliehen, den Drachen zu retten. Dass wir wenigstens den Drachen noch zähmen können, wenn wir schon Stampfi verloren haben. Das ist wieder eine Katastrophe. Das ist ein Alpha-Säbelzahn. Ich glaube nicht, dass das heute noch besser wird, irgendwie. Gut, dann gehen wir hier links durch. Oh, das sind weißer Tech-Tribesmen. Oh nee. Der beschwört jetzt so Tyrannosaurier. Gut, das ist ein Thorn. Ich glaube, das ist ein... Ist das ein Alpha-Thorn? Da ist der Säbelzahn. Jetzt ist der Säbelzahn an uns dran. Also, es wird tatsächlich noch interessanter, als es sowieso schon war, wie es aussieht. So, Stamina ist aus. Säbelzahn kommt. Das sieht aus wie tot. Kommen wir in unsere Base und der nicht vielleicht so? Nee. Ich hatte es gehofft. Schnell, schnell, schnell. Auf, zu. Yes. Oh, der ist schon drin. Wir nehmen hier... Wen nehmen wir denn? Wir nehmen hier Baloo. Baloo ist klein und schnell. Baloo. Wo ist er? Da ist er. Wie? Das war ein normaler? Okay. Da ist er gut. Ist alles ruhig. Scheint nur der eine gewesen zu sein. Gut, kleine Planänderung. Wir nehmen jetzt unsere Blitzwivern und versuchen mit Elektra Herbert da rauszuholen. Der Drache hat scheinbar von Herbert abgelassen. Stattdessen haben wir jetzt so einen Tech-Tribesman, der da rumfliegt. Das ist eigentlich noch schlimmer als der Drache. Also, hier spawnen jetzt nur noch verrückte Sachen. Wenn der hier runterkommt, dieser Tech-Tribesman, dann ist unsere Base-Geschichte, weil gegen den können wir uns nicht verteidigen, soweit ich weiß. Wir nehmen jetzt aber unser Zeug mit, weil wir brauchen das Fernglas. So, das ist mal wieder klassisches Extinction Core heute. Die Spawns sind entweder so, dass nichts spawnt oder dass nur verrücktes Zeug spawnt und man dann praktisch alles verliert, wenn man nicht aufpasst. Und wenn man aufpasst trotzdem, werfen wir mal die ganzen schweren Sachen raus. Was haben wir denn alles dabei, was schwer ist? Wir haben ziemlich viel Zeug dabei. Gewehre. Gut. Auf geht's. Wir fliegen mit Elektra. Und ich habe schon mal das Fernglas rausgenommen, damit wir direkt pfeifen können. Pfeifen sollte hoffentlich funktionieren. Genau, da fliegt der Tech-Tribesman rum. Wo ist Herbert? Da ist Herbert. Herbert, komm! Herbert! 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 Gut, Herbert kommt. Meine Güte. Herbert, wie viel HP hast du? Okay, er hat nicht viel verloren. Also so super viel Schaden scheint der Tech-Tribes noch nicht zu machen. Aber ich denke, der schafft unseren Affen trotzdem schneller als wir ihn. Ich weiß es nicht. Das probieren wir erst, wenn er bei uns in die Base kommt. Zur Base kommt. Gut, Herbert ist gerettet. Stampfi haben wir verloren. Wir müssen uns unbedingt den Sattel zurückholen. Stampfi war halt ziemlich low level. Deswegen habe ich sie auch so aufs Spiel gesetzt, beziehungsweise wir hatten eigentlich keine andere Wahl, ne? Selbst wenn ich einen besseren Titano gehabt hätte, ich hätte auf jeden Fall versucht, diesen Drachen zu zähmen, weil das natürlich super cool ist. Stampfi kann sich, schmarrn. Herbert kann sich gerne wieder verteidigen, wenn er möchte. So, das sind alles normale Alos hier, ne? Ich werde jetzt noch die Sachen von Stampfi einsammeln. Und dann schauen wir mal weiter, wie wir das machen. Ich denke, wir werden einfach wieder Pfeile herstellen und werden wir das nochmal versuchen. Den Drachen gebe ich ungern auf. Und wir brauchen dringend irgendwas Starkes, um diesen Tech-Tribesman zu besiegen, wenn der zu unserer Base kommt. Ansonsten ist nämlich alles aus. Und ich denke, dass der früher oder später bei uns landen wird, weil sich eben alle Tiere langsam bergabwärts bewegen. Das ist einfach sowas, so eine Bewegung, die ist ganz natürlich. Wenn irgendwas oben am Berg spawnt, dann ist es irgendwann unten bei uns.
So, der nächste Morgen ist angebrochen. Das sind orangene Tribesmen und einer davon ist größer als die anderen. Das heißt, das ist ein Alpha. Der ist aber nur Level 40. Deswegen nehmen wir den jetzt einfach auseinander. Eigentlich schade. Wir haben schon gedacht, den könnten wir zähmen. Aber es ist halt ein Level 40er. Und im Moment ist einfach super ungünstig. Das machen wir dann einfach mal irgendwann, wenn es besser passt. Ich glaube, er ist down. Da ist nämlich der Drache wieder unterwegs. Ich habe wieder 15 Pfeile dabei. Wir könnten es also nochmal versuchen. Das ist halt immer so eine Sache mit den Drachen. Der ist genauso stark wie Herbert. Herbert, beruhig dich. Und wir haben schon Stampfi verloren. Oh, jetzt ist er weg. Okay, da liegen die ganzen Tribesmen. Hier liegt auch noch einer. Wir haben die, glaube ich, alle gelootet. Das heißt, Herbert hat wieder ein paar coole Sachen dabei. Ich habe auch keine Ahnung, wieso ich nicht auf Herbert aufsteigen konnte, als wir den Drachen bekämpft haben. Da muss irgendwie ein Stein in der Gegend gewesen sein oder so. Kibbelpack haben wir bekommen und so ein Farbenpack. Also nichts jetzt super Interessantes. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach den ganzen Chieftains, aber die sind auch ultra selten. Das heißt, noch schwerer zu finden als alles andere hier. Und ja, das heißt, wir müssen einfach die Augen weiter offen halten. Der Drache fliegt jetzt hier hin und her. Unsere Base da unten ist auch nicht mehr wirklich sicher. Der Tech-Tribesman ist auch da vorne unterwegs. Ich weiß nicht so wirklich, was wir machen sollen. Wir bräuchten den Drachen, glaube ich, gegen den Tech-Tribesman, weil die Rexe den da nicht so gut angreifen können. Mit Herbert sind wir natürlich die ganze Zeit, stehen wir voll unter Feuer, wenn wir uns da nähern. Oh, der kommt schon wieder so nah. Das ist jetzt ultra schwer, weil ich muss eigentlich... Der muss irgendwie Aggro auf Herbert ziehen. Und nicht auf mich. Und das ist nicht einfach. Wenn der Aggro auf mich zieht, dann killt er mich natürlich sofort. Herbert muss tanken und dann müssen wir den bearbeiten, während er Herbert bearbeitet. Ich vermute, dass das deutlich besser geht, als wir das mit Stampfi geschafft haben, weil Herbert einfach... Ich werfe jetzt einmal auf ihn. Dann müsste er kommen. Seitdem ich habe ihn verfehlt, volles Rohr. Ich glaube, ich habe ihn verfehlt. Oh. Ja, und da sind schon die ganzen Viecher von dem Tech-Tribesman unterwegs. Eieiei. Das ist alles ein bisschen zu krass eigentlich. Ich werde jetzt einfach versuchen, diesen Drachen zu zähmen. Das ist einfach das Einzige, was mir jetzt einfällt. Wir könnten natürlich den Drachen wegräumen und danach versuchen, mit Herbert die Tech-Tribesman wegzuräumen. Im Moment steht unsere ganze Basis hier auf dem Spiel, also... Was wollen wir machen? Das ist die große Frage. Ich denke, wir versuchen den Drachen zu zähmen, weil das einfach der beste Plan im Moment ist. Wenn das funktioniert, dann stehen wir wieder deutlich besser da als im Moment. Oh, der ist direkt in unserer Base. Also, ich habe versucht, den abzuwerfen. Bis jetzt aber noch nicht getroffen. Wie es aussieht, wird der jetzt irgendwann in unserer Base landen. Das ist so uncool alles. Wenn der jetzt unsere Burg angreift, dann wird er wahrscheinlich die gesamte Burg zerlegen. Und wir können eigentlich nicht wirklich was dagegen machen. Ich habe jetzt auch... Ja, ich könnte den natürlich mit einer Pistole beschießen oder so, mit irgendwas. Womit wir ihn dann hoffentlich treffen. Komm jetzt. Kommt der? Nein. Ich weiß aber nicht, ob er dann zu mir will oder ob er gerade wieder wild durch die Gegend fliegt. Das ist super schwer zu sagen. Wir müssen auch rechtzeitig weg. Wenn ich zu spät absteige, dann sind wir wahrscheinlich auch sofort tot. Ja, und ich treffe den einfach nicht. Mit den Waffen, die wir dabei haben, treffe ich den niemals. Wenn, dann vielleicht mit so einem Maschinengewehr oder so. Komm jetzt! Der müsste landen, dass wir den einmal abwerfen können, damit Herbert dann die Akku hat. Wo ist er? Da oben. So, jetzt landet er. Werfen wir direkt so einen Stein auf ihn? Steigen ab! Hauen ab! Gucken, ob wir getroffen haben. Nö, haben wir nicht. Dann werfen wir so ein... Okay. Das war schon wieder ein Pfeil. Ich weiß nicht, ob das was wird. Wir sind jetzt hier hinten am Berg. Das heißt, der ist erstmal weg von unserer Base. Und ich bin gerade am Überlegen, ob wir nicht vielleicht den einfach mal sitzen lassen sollten und uns lieber noch wieder einen Boss zähmen. Irgendwas zum Tanken. Zum Beispiel so eine Spinne. Bevor wir den wieder versuchen. Wäre natürlich uncool, wenn wir Herbert verlieren. Und der Tech-Tribesman ist immer noch da an dem Berg unterwegs.
Also, heute ist wieder kein besonders glücklicher Tag in Extinction Core. Wir haben Stampfi verloren. Wir haben den Tech Tribesman vor der Base. Und ich habe auch auf dem Rest, auf der gesamten restlichen Karte, keine anderen interessanten Spawns gesehen. Also keine Bosse oder so, die wir zähmen könnten. Das macht die Sache jetzt so ein bisschen schwierig. Wir haben zwar den Sattel für einen Titano, aber ich habe auch keinen Titano gesehen, der irgendwie interessant wäre vom Level. Also, das ist ein bisschen doof im Moment. Ich habe auch keine coolen Wyvern gesehen. Suche ich ja auch schon ewig. Wir nehmen sowieso direkt alle Wyvern mit, weil wir ja die ganzen Krallen brauchen. Und es gibt aber super, super wenige. Wir können jetzt nochmal in den Sumpf schauen, ob wir vielleicht so eine Brutmutter finden. Das wäre natürlich cool. Ob wir dann den Sattel überhaupt craften können, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Müssen wir nochmal nachschauen. Müssen wir vielleicht noch ein paar Poison-Wyvern killen. Aber das wäre zumindest so eine Möglichkeit, so eine gewisse. Die scheinen nur in diesem Sumpfabschnitt zu spawnen. Also hier oben oder eben dann noch ein Stück weiter unten am Meer. Das sind die einzigen Spawns für Brutmütter, wie es aussieht. So, hier ist auch irgendwo der Tech Tribesman unterwegs. Genau. Da links ist der Tech Tribesman. Die scheinen auch nicht zu despawnen. Das sind die einzigen Gegner, die scheinbar wirklich nicht despawnen. Die Tech Tribesmen, die wir in den ersten Episoden irgendwo gesehen haben, die sind jetzt immer noch überall unterwegs. Und machen uns das Leben schwer. Hier im Sumpf ist ja auch einer. Oh. Flieg, Herbert. So. Jetzt gucken wir uns hier nochmal im Sumpf um, ob es da vielleicht so eine Brutmutter gibt. Aber das sieht wirklich nicht so aus. Und ich bin hier schon so oft durchgelaufen. Die Bosse spawnen scheinbar immer nur in unserer Base. Oh, da ist wieder ein Titano gespawnt. Der kommt gerade vom Himmel runtergefallen. Hier vorne, der ist auch neu. Ist ein Level 60er. Können wir direkt wieder wegmachen. Also ich denke auch nicht, dass sich das wirklich lohnt, so einen zu zähmen als Tank. Weil wir ja... Ach so. Ich kann ja so nachschauen, wie viel HP der hat. 250.000. Das ist halb so viel wie Herbert. Also, lohnt sich, glaube ich, nicht so. Und der Drache wird eh wieder in dem verbuggen. Das heißt, wir können dann den Drachen nicht wirklich betäuben, solange der im Titano drin hängt. Das ist natürlich dann so ein bisschen witzlos. Als Tank bräuchten wir entweder noch einen Megapithecus oder eine Spinne. Alles nicht so einfach. Wir könnten auch Elektra mitnehmen und Herbert auf Follow. Und dann warten, bis der Drache auf Herbert aggroht. Und dann landen und ihn betäuben. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist wirklich... erfordert viel Planung, so einen Drachen zu zähmen. Oh, direkt auf uns draufgefallen. Nehmen wir alles mit. So. Zum Glück verbuggt man in denen nicht mehr. Da kommt man jetzt immer ganz gut raus. Das ist schön. Jetzt checken wir nochmal die Pflanzenfresserinsel. Das ist so ein Platz, wo es immer ziemlich viele Titanos gibt. Und wenn wir hier keinen sehen, dann können wir die Titano-Sache schon mal wieder aufgeben. Tut mir echt ein bisschen leid um Stampfi. Andererseits war Stampfi auch wieder so ein super Low-Level-Dino. Im Ernst jetzt? Ah, alter Schwede. Das ist der eben vom Himmel gefallen ist, ne? Ihr habt ihn gesehen. Ihr habt den praktisch spawnen sehen. Das ist der einzige in der Gegend. Das ist der eben aus den Wolken kam. Also, der aus den Wolken kam, ist es. Alter Schwede. Gut, ich gehe jetzt nach Hause, hol den Sattel und dann zähmen wir uns diesen Titano hier. Bist du eigentlich ein Männchen oder ein Weibchen? Du bist ein Weibchen. Super genial. Dann haben wir auf jeden Fall noch was Cooles gefunden heute. Ich denke, das sollte kein Problem sein, den zu zähmen. Und dann können wir uns immer noch überlegen, was wir dann nächste Episode machen. Ich bin mir nicht sicher, wie stark die sind. Ich bin super gespannt. Das ist, glaube ich, so ein Low-Level-Alpha-Rex hier. Den haben wir schon mal gesehen irgendwann, als ich da rumgeflogen bin. Ja, ein Level 40er. Ein Dodi. Alpha-Dodi. Level-Check. Alpha-Dodi, Level 220. Nicht super interessant. Der lebt immer noch. Wow, was Dodis abkönnen. Erwischt. So, den Rex müssen wir noch looten, glaube ich. Ne, haben wir alles. Hast du irgendwas für uns? Prime Blood ist immer gut. Okay.
Dann hole ich jetzt den Sattel und dann ziehen wir uns diesen 600er. Top-Level-Titano. Ich glaub's nicht. Ein Top-Level-Titano ist eigentlich der absolute Jackpot. Fast so gut wie ein Top-Level-Boss. Titanos spawnen halt einfach häufiger als Bosse, deswegen haben wir da eine höhere Chance. Aber trotzdem hätte ich es nie für möglich gehalten, dass wir wirklich ein Top-Level-Tier finden. Super nice. So, da sind wir wieder. Da unten ist das Prachtexemplar. Und ich habe alles dabei, was wir brauchen. Level 600er Titano. Das ist der Sattel von Stampfi. Ja, Ruhe in Frieden, Stampfi. Super traurig. Aber wir haben jetzt einen Level 600er gefunden. Mit 700.000 HP. Das ist viel mehr als Herbert hat. Also richtig, richtig genial. Ich denke, der wird stärker sein als Herbert. Gehe ich von aus. Aber mal gucken. Ich habe jetzt 19 Pfeile dabei. Und die werden wir jetzt in dem versenken. Sollte ja treffbar sein. Ich meine, größer geht's ja nicht. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh! Oh! Der stampft schon wieder. der ist ganz schön schnell. Ich denke, wir laufen einfach mal vor dem weg an der Küste entlang und legen den dann irgendwo hinter uns. Ganz gemütlich am Strand, wo es sicher ist. Okay. Kommt er noch? Ich glaube, er hat sich wieder beruhigt. Sie hat sich wieder beruhigt. So. Okay. Das dauert wirklich ewig, bis die Pfeile einschlagen. Die sehen langsam aus, weil sie so groß sind. Da muss man ziemlich vorsichtig sein. Die sind viel schneller, als man denkt. Und jetzt ist er müde. Sie ist müde. Schlaf! Ja. Ich glaube, sie schläft. Schwanz liegt auf dem Boden. Müder werden die nicht. Die legen nur den Schwanz und den Kopf auf den Boden und dann schlafen sie. Sattel. Yes! Super nice. Top-Level Titano. Level 900. Ich habe einen super Namen. Okidoki. Wir haben einen Top-Level Titano. Also wirklich total nice. Besser geht's eigentlich nicht. Das war jetzt nochmal ein gelungener Abschluss für den Tag. Sie schläft sich jetzt nochmal ein bisschen aus. Der Name wird nicht vollständig angezeigt. Es gibt wohl keine Begrenzung für Namen, aber... naja, ihr wisst Bescheid. Okay, das wird einfach nicht angezeigt, der Rest. Boah, zwei Buchstaben. Die hätten sie mir jetzt noch geben können. Ich meine, den Titanosaurus in Klammern, den könnten sie doch weglassen. Das sieht doch jeder, dass das ein Titano ist. Super ulkige Kampfmusik hier. Nice. Jetzt haben wir ein Top-Level Titano. Und jetzt brauchen wir nur noch ein gutes Männchen, ne? Ah, Stampfi. Na gut. Wir haben jetzt 863.000 HP. Kriegen wahrscheinlich nicht viel dazu, wenn wir das leveln. 63.000. Naja, 66.000. 3.500 oder so. Ganz grob. Melee Damage. Gibt... Oh, das gibt nicht viel. 4%? Nicht mal 5? Oh. Vielleicht doch was anderes leveln. Movement Speed geht ziemlich gut. Das werden wir wieder ein bisschen leveln, weil die ziemlich langsam sind, die Titanos. Oh je. An irgendwas hängen wir fest. Lystro. Und jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Irgendwas läuft da rum. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir langsam Schluss für heute. Wir haben leider Stampfi verloren. Wir haben den Drachen nicht zähmen können. Der hat jetzt nur 9 Pfeile gebraucht, ne? Also der Titano hat nur 9 gebraucht. Der Drache, ich weiß nicht, wie viel ich in den versenkt habe. Das werde ich dann sehen, wenn ich das Video schneide. Aber das müssen schon einige Schuss gewesen sein. Und der ist nicht down gegangen. Also vielleicht braucht er mehr Pfeile? Ich weiß es nicht. Wir hätten noch nachschauen müssen. Aber das war alles ziemlich verplant. Und da war nicht wirklich die Zeit nachzuschauen, wie viel Torpor der genommen hat.
Wäre ziemlich interessant gewesen, jetzt zu wissen. Damit wir das nächste Mal wissen, wie viele Pfeile wir brauchen, wie lange wir brauchen. Ich denke, wir machen das nächste Mal so, dass wir den irgendwie auf Herbert aggroen und Herbert dann tankt. Einfach, weil Herbert kleiner ist und der Drache nicht in Herbert verbuggen kann. Und dann haben wir eine Chance, den zu zähmen. Na gut. Das war's auf jeden Fall erstmal für heute. Super verplant und super gefährlich. Wir haben immer noch diesen Tech-Tribesman vor der Base. Also es droht uns große Gefahr. Wir müssen dringend ein bisschen Fortschritt machen hier und uns da gescheit verteidigen. Jetzt müssen wir aber langsam Schluss machen für heute. Wir hatten definitiv Glück im Unglück. Also die, die aus den Wolken kam, hat den Tag gerettet, würde ich doch sagen. Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!